Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich sitze hier im Bademantel vor dir, denn heute machen wir so ein bisschen Pflegeprodukte testen, Abschminkprodukte testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich habe ein paar Produkte von YesStyle zugeschickt bekommen und habe auch einen Gutscheincode für dich, den ich dir hier einblende. Und ich habe auch eine Verlosung für dich, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Für mich ist es jetzt tatsächlich ein Video, was ich etwas längerfristig quasi drehen werde. Das heißt, also längerfristig ist gut, es wird halt ein paar Stunden dauern, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Ich werde jetzt mich mit dir zusammen abschminken. Abends sind wir jetzt und danach werde ich duschen gehen. Dann werden wir ein paar andere Pflegeprodukte verwenden. Und dann gucken wir mal, wie ich danach aussehe. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe mich im Vorfeld natürlich so ein bisschen über die Produkte auch informiert. Es sind koreanische Produkte, das heißt, sie sind hier versuchsfrei und teilweise sogar vegan. Das erste Produkt, was ich hier habe, ist tatsächlich auch vegan. Und hier siehst du auch meine kleinen Spickzettel drauf, die ich mir geschrieben habe. Genau, das ist dieses Produkt von Purito From Green Cleansing Oil. Das ist dieses Produkt und genau, das ist das erste, was ich jetzt mit dir zusammen testen möchte. Das ist ein sehr, sehr natürliches, veganes Produkt, was in einer richtig krassen Pumpflasche daherkommt. Also ich habe die Produkte noch nicht vorher getestet, ich habe sie mir nur gerade so ein bisschen angeschaut, so ein bisschen. Und ja, kann dir halt ein bisschen auch was dazu sagen. Das ist ein Produkt, was du für alle Hauttypen verwenden kannst. Das heißt, es ist ganz egal, ob du trockene Haut, ob du ölige Haut oder ganz normale Haut hast. Du kannst damit sowohl deine Poren reinigen, als auch deine krassen Augen-Make-ups entfernen. Ich habe jetzt hier dieses Full-Face High-End geschminkt. Das kann ich dir auch hier oben mal verlinken. Das heißt, ich habe ganz schön viel Kram im Gesicht und das möchte ich damit runternehmen. Das habe ich so vor, dass ich das jetzt quasi gleich erstmal trocken auftragen werde. Das ist ein Öl. Dann gehe ich da über mein ganzes Gesicht drüber. Habe hier auch eine Wasserschale stehen mit lauwarmem Wasser und dann ist da auch noch ein Waschi drin, weil irgendwas brauche ich ja, um mein Gesicht hier zu waschen. Ich habe hier immer noch keinen Wasserhahn. Und dann habe ich hier noch ein Tuch, um quasi mein Gesicht gleich abzutrocknen. Und auf meinem letzten Spickzettel steht, dass hier 5 verschiedene Öle drin sind. Und zwar Olivenöl, Sonnenblumenkernöl, Jojobaöl, Süßmandelöl und Traubenkernöl. Ich weiß nicht, bist du so ein Fan von diesem Ölreinigungskram im Gesicht? Oder sagst du, nee, ich mag lieber andere Produkte, um mein Gesicht zu reinigen? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Ich persönlich bin eigentlich eher so, dass ich vor dem Duschen mit einem Augen-Make-up-Entferner meine Augen sauber mache, ne, das Augen-Make-up runternehme und dann unter der Dusche einen Cleanser verwende, den ich dann ins Gesicht einarbeite und dann mit einem, ja, jetzt habe ich gerade so einen kleinen, keine Ahnung, Gesichtsreinigungsviech, damit das dann nochmal drüber und dann halt unter der Dusche abwaschen. Ja, es wird hier auch gesagt, man könnte Double Cleansing machen. Es wird tatsächlich bei mir ja auch so sein, dass wenn ich unter der Dusche bin, dass ich dann nochmal mein Gesicht reinigen werde, weil ich das immer mache. Ja, aber das ist jetzt so die Vorreinigung, aber es soll halt ordentlich was runterreißen, ne? Ich bin gespannt. Hydrates and nourishes skin ist auch noch sehr interessant, also das soll halt auch gleichzeitig noch Feuchtigkeit spendend sein. Hui, das kommt sehr flüssig hier raus. Das kann ich ja nochmal hier drauf machen. Ne? Sehr, sehr flüssig. Habe ich das jetzt hier in meiner Hand? Das verreibe ich doch erstmal zwischen meinen Fingern. Also es ist wirklich, als hätte ich hier gerade Öl. Ganz ölig ist das. Und das riecht wirklich nach Sonnenblumenöl. Das mache ich immer gerne so, dass ich, wenn ich Ölprodukt verwende, dass ich das immer erst, sei es Haaröl, Gesichtsöl, Körperöl, ne, dass ich das immer erst zwischen meinen Fingern so reibe, dass es sich auch ein bisschen erwärmt und die Temperatur der Haut annimmt. Dann lässt es sich irgendwie immer besser bei mir verarbeiten. Keine Ahnung. Ich muss übrigens kein Haarfee jetzt aufsetzen, weil ich ja gleich auch Haare waschen werde. Dann kommt das jetzt erstmal aufs Gesicht. Mein Akku hat gerade schon so böse geblinkt und als ich mir das Öl aufs Gesicht gegeben habe, habe ich noch gedacht, bitte geh nicht flop aus. Mist. Das heißt, ich habe hier schon Öl aufgetragen, habe meine Hände natürlich gerade etwas abgewischt, mache mir jetzt neues Öl auf die Finger, erwärme es wieder zwischen meinen Fingern und gebe mir das dann einfach mal direkt auf die Augen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mache erstmal ein Auge, weil sonst sehe ich ja so schlecht, ne? Schön mit Glitzer-Lidschatten.
Sieht immer scharf aus, ne? So, und jetzt gehe ich mal ein bisschen rabiater vor und verteile es wirklich im ganzen Gesicht. Ich gehe noch mit meinen Fingern immer so, wenn ich Öl verwende, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, so unter meine Mascara auch drunter, weil so bürste ich sie ja immer nach oben und dann gehe ich nochmal so mit meinen Fingern von oben runter, damit die Mascara sich halt auch wirklich löst und dass sie aufgebrochen wird. Nachdem man dann richtig zerstört aussieht, weil man ja richtig schön bunten Lidschatten verwendet hat, gute Idee von mir, nimmt man noch ein bisschen Finger mit auf die Finger quasi, ein bisschen Finger auf die Finger, ein bisschen Wasser auf die Finger und reibt das dann mit rein, um eine Emulsion zu schaffen. Das heißt, es wird jetzt so leicht milchig, jedenfalls soll es das angeblich werden. Vielleicht war das auch zu wenig Wasser. Ich nehme noch etwas mehr. Ich sehe echt übel aus, ne? Ja, man kennt das von mir. Ich bin da schmerzfrei, Leute. Macht das was? Muss wohl. Ich sehe das jetzt nicht. Viel mehr kann ich jetzt ja auch nicht mehr rausholen, ne? Ja. Dann nehme ich mir meinen Waschi, bringe den aus, damit ich hier nicht alles vollkommen zusaue. Und ja, es ist jetzt halt auch nochmal der Waschi, der an sich dann ja auch reinigend ist. Aber ne, wir sind jetzt mal nicht päpstlicher als der Papst. Wir nehmen das jetzt runter vom Gesicht. Wie ich einfach ungefähr gar nichts mehr sehe, weil ich ja sowieso schon eine Sehschwäche habe, aufgrund von, ich trage eine Brille. Und dann habe ich jetzt ja auch noch so Öl im Auge quasi und dann blenden mich die Lichter hier. Also ich sehe alles sehr verschwommen gerade. So, ich habe das die ganze Matschepampe jetzt schön vor meinem Gesicht runtergewaschen. Ich trockne mir das mal eben kurz ab. Ich trockne mir das jetzt eben kurz, ja, ab. Ich reibe übrigens nicht das Handtuch auf meinem Gesicht, sondern ich lege das Handtuch auf mein Gesicht und reibe die Hände darüber. Oder ich tupfe es. Aber ich werde nicht das Handtuch über mein Gesicht reiben. Jedenfalls nicht doll. Ein bisschen vielleicht. Weil das ist ja auch nicht gut fürs Gesicht, ne? So. Oh. Normalerweise hätte man das ja unter laufendem, lauwarmem Wasser abgewaschen. Ich habe das jetzt ja hier gemacht. Das heißt, wenn ich den Schwamm ausgewaschen habe, und also den Waschi und den auch immer wieder ausgewaschen habe, hat er sich ja mit dem Dreckwasser auch wieder vermischt. So, das heißt, die Glitzerpartikel, die ich vom Lidschatten noch im Gesicht habe, hätte ich wahrscheinlich besser wegbekommen, wenn ich das halt unter einem Wasserhahn ausgewaschen hätte oder eben, wenn ich mir so Wasser ins Gesicht geklatscht hätte. Kannst du dir auch mal eben kurz von nahem angucken. Ich denke, dass man das auch in der Kamera sehen kann, dass ich noch relativ viele von diesen Glitzerpigmenten im Gesicht drin habe, gerade so um die Augen herum, und ich habe sie auch nach unten hin verteilt. Also hier sehe ich das auch gerade im Spiegel richtig extrem, wie das so vor sich hin schimmert, und das werde ich aber gleich unter der Dusche noch wegkriegen. Das, was aber die Hauptsache ist, ist, dass mein Gesicht sich super weich anfühlt und extrem gut gereinigt. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn ich jetzt so drüber fasse, es fühlt sich wirklich gut an. Also nicht irgendwie gereizt, es sieht auch nicht irgendwie gerötet aus, ne? Das ist alles eine ganz sanfte Reinigung gewesen. Meine Nase ist immer rot, da brauchen wir jetzt nicht drauf achten, ne? Ja, aber meine Haut sieht voll gut aus. Also das muss ich wirklich sagen, das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Und ja. Ich habe gerade den Wasserpot ein bisschen umgeschmissen. Das werde ich jetzt kurz aufnehmen. Dann gehe ich duschen und dann machen wir weiter. Bis gleich. Nachdem ich jetzt geduscht habe, habe ich natürlich einen Turban auf, denn meine Haare werde ich gleich erst föhnen. Ich lasse die meistens noch so ein bisschen antrocknen, während ich mich eincreme und so meine Skincare-Routine so ein bisschen durchführe. Und ja, damit werden wir jetzt tatsächlich auch starten, denn ich habe hier von Keep Cool and Soothe den Toner. Das ist dieser hier. Ich habe jetzt gerade meine beiden Spickzettel entfernt. Und ja, der soll halt diese Wasser-Öl-Balance der Haut unterstützen. 85% Bambuswasser mit drin. Bambuswasser wird uns gleich nochmal über die Füße laufen. Aber 85% ist schon mal eine ziemlich hohe Konzentration. Und das soll halt sehr beruhigend sein und sehr natürlich. Genau, so schaut der aus. Das ist der Toner. Der ist einfach klar von der Flüssigkeit her. Und es sieht einfach aus wie ein ganz normales Wasser. Dann habe ich mir auf meinen Spickzettel geschrieben, dass er feuchtigkeitsspendend ist durch die Hyaluronsäure und die Polyglutaminsäure. Das soll auch so ein ganz tolles Zeug sein. Ich kenne mich mit Inhaltsstoffen lang nicht so gut aus wie Nathalie Nord Beauty. Bei der solltet ihr mal vorbeischauen. Die kennt sich da deutlich besser aus als ich. Ja,
Und es ist porenminimierend und es ist pH-hautneutral, also mit einem pH-Wert von 5,5, was auch so für sensible Häutchen wie mich sehr angenehm ist. Man sieht auch jetzt, meine Haut sieht ganz gut gereinigt nach wie vor aus. Also das Einzige, was ich halt empfunden habe, ich muss jetzt meine Ohren freiräumen, weil ich habe mich gehört, als hätte ich mir die Ohren zugehalten. Ne? Genau, so habe ich mich gehört. Das ist immer sehr unangenehm. Auf jeden Fall, während ich den Ton auftrage, kann ich euch das erzählen. Durch die Reinigung mit dem Öl und danach abwaschen und so. Meine Haut hat sich irgendwie anders eben angefühlt. Ich weiß es nicht. Also es hat ein bisschen gebrannt tatsächlich, als ich danach meinen normalen Lotion-Cleanser aufgetragen habe. Jetzt habe ich hier ein Mehrfachpad von Glove. Da trage ich jetzt einfach den Toner auf und gehe damit ganz normal über mein Gesicht, wie man das ja normalerweise auch macht, ne? Das soll jetzt ja die Haut auch wieder beruhigen. Das heißt, es dürfte jetzt nicht brennen oder so. Tut's auch nicht. Die Nase war nämlich eben ein Wunderpunkt. Es kühlt irgendwie. Sehr, sehr angenehm gerade. Man kann sich natürlich auch den Toner in die Hand geben und dann so ins Gesicht, ne? Ich mache das aber lieber auf so einem Pad. Weiß nicht. Macht der Gewohnheit. Ah, guck mal, jetzt könnte man tatsächlich auch noch so die letzten Reste vom Make-up tatsächlich sehen. Ich habe ja mehr oder weniger, ich habe tatsächlich ein Double Cleansing gemacht, ne? Und dennoch sieht man hier so eine leichte gelbe Verfärbung auf dem Pad. Das finde ich sehr interessant. Das scheinen dann wirklich noch die letzten Reste zu sein. Wahrscheinlich hier so hinterm Ohr oder so, weil da gehe ich ja auch gerne mit Foundation, ja, nochmal hin. Und die habe ich dann wahrscheinlich einfach eben vergessen abzuschminken. Böse, böse, Claudi. Aber dafür finde ich Toner auch ehrlich gesagt immer richtig gut, dass man die halt nochmal nachher verwendet, bevor man seine normale Gesichtsreinigung aufträgt, ne? Weil das halt nochmal den allerletzten Rest vom Schützenfest irgendwie rausholt. Das gleicht irgendwie die ganze Hautgeschichte an, bereitet die Haut nochmal auf die nachfolgende Pflege vor. Und in dem Fall ist es ja durch das Feuchtigkeitsspendende auch noch ein pflegender Aspekt. Fühlt sich jetzt sehr, sehr gut im Gesicht an. Ein bisschen ist es jetzt natürlich irgendwie gerötet, die Nase vor allem. Aber das liegt einfach an dem, dass ich mich berührt habe. Mein Freund macht da hinten irgendwas. Ich glaube, er schmeißt Schuhe durch die Gegend, ja. Gute Aussage, aber nee, ich glaube, der hat gerade echt seine Schuhe ausgezogen. Okay, ja, kann ich empfehlen. Jetzt so von der First Impression. Hat jetzt so keinen Geruch oder so, ne? Das finde ich auch sehr praktisch. Ja, tut gut. In Bambustone. Ja, guck, jetzt ist meine Haut auch gar nicht mehr gerötet. Das war jetzt nur wahrscheinlich durch das Pad, ne? Weil hier hast du manchmal halt, dass du mit dieser Kante da dran kommst und die ist halt so vernäht, dass die nach außen so pieksig ist. Und wenn du dann damit übers Gesicht gehst, dann rötet das Gesicht. Vermutlich, ne? Aber das Produkt, das hat sich jetzt gut angefühlt und das werde ich auch weiterverwenden. Und meine Haut fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie so quietschesauber oder sowas an, sondern ganz im Gegenteil. Es fühlt sich an, als hätte ich eine ganz, ganz leichte Creme drauf gegeben. Die fühlt sich wirklich ganz leicht eingecremt an. Das ist ziemlich angenehm. Jetzt kommen wir zu zwei Produkten. Die sind spannend. Und zwar möchte ich gerne zwei untere Augenpads gegeneinander antreten lassen. Hier gibt es bei Yesstyle tatsächlich so Augenpad-Pöttchen. Genau, da sind so 60 Stück drin. Da habe ich einmal von Mison die Original Skin Energy Hyaluronic Acid Eye Gel Patches. Das ist die etwas sanftere Variante, würde ich jetzt mal so sagen. Die etwas bekanntere. Leute werden weniger ein Fremdgefühl haben, wenn sie das verwenden, denn das ist tatsächlich ein sehr, natürliches Produkt. Genau, so schaut es aus. Das ist dieses hier, denn das ist mit Seetankextrakt und Seesenf. Das heißt, es sind einfach natürliche Produkte, die in diesem Produkt mit drin sind. So, Spickzettel. Auch das soll feuchtigkeitsspendend sein, dunkle Schatten unter den Augen wegmachen, durch die Hyaluronsäure, ne? Dann ist da auch noch Kollagen drin und die soll die Hautelastizität verbessern und Schwellungen reduzieren. Genau, das werde ich mir gleich auf die eine Seite auftragen. Und dann hast du hier noch einen praktischen Spatel mit dabei, womit du dann quasi die einzelnen Sachen voneinander trennen kannst. Hier ist irgendein Gelkram drauf. Wahrscheinlich, um das zu fixieren, war das damit drauf. Genau. Da sagst du schon I. Und gleich kommt was. Das ist noch etwas spannender. Ich hatte ja schon letztes Mal, als ich ein Paket von Yesstyle zugeschickt bekommen habe, ein Produkt mit Schneckenschleim mit drin. Auch das befindet sich jetzt wieder mit drin. Dieses Mal aber noch ein bisschen interessanter. Das ist dieses Produkt hier. Denn das ist nicht nur mit Schneckenschleim, sondern auch mit
Bienengift. Es soll straffend, reinigend und belebend sein, dadurch, dass da Gold mit drin ist, Diamantpulver, Perlenextrakt und Holzkohlepulver. Aufhellend und faltenreduzierend durch Niacinamid und Adenosid. Dann kühlend und entspannend durch Teebaumblatt und Algenextrakt. Das hat sich gereimt, fast schon, ne? Nährend und glättend durch den Schneckenschleim und hautberuhigend. Fand ich etwas merkwürdig, das Bienengift. Habe ich mir hier auf meine Spickzettel geschrieben, weil das halt auf der Homepage oft auf Englisch steht und dann wollte ich das halt einfach mir vorab schon mal übersetzt haben. Ich habe dir natürlich auch die ganzen Produkte unten in der Infobox verlinkt, ne? Da kannst du gerne mal vorbeischauen. So, und hier haben wir die beiden Tiegel, wo dann die Produkte mit drin sind. Hier hast du auch einen Spatel mit drin. Okay, wow, das ist richtig schleimig. Riecht sehr interessant. Ist richtig mit so einer Flüssigkeit hier drin. Das siehst du nicht in der Kamera, weil das halt so schwarz ist, ne? Das ist dann immer etwas schwierig. Dann pulle ich mir hier mal einen bei weg. Das war gutes Deutsch. So schaut der aus. Ich denke, der dazu muss, ne? Wow. Finde ich übrigens ultra praktisch, dass es in diesen Tiegeln ist und das will hier gerade wegrutschen, weil du weniger Verpackungsmüll hast. Viel, viel weniger. Genau, dann machen wir die von Mison mal auf. Jo, und das sind so durchsichtige, die in so einem türkisen Pöttchen sind. Und auch die glitzern so ein bisschen, sind sehr flutschig auch. Da ist halt auch echt so eine krasse Flüssigkeit drin. Wahrscheinlich auch, damit das Produkt weiter feucht bleibt und jederzeit anwendbar ist. Hat witzigerweise die gleiche Form. Ich finde, die Form ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen anders als das, was ich normalerweise so an Augenpatches habe. Ja. Dann würde ich sagen, lasse ich das mal ein bisschen drauf. Macht auf jeden Fall Sinn, ne? 20 Minuten. Das eine muss 10 bis 20, das andere muss 20 bis 30. Deswegen lasse ich das 20 Minuten drauf. Beide rutschen, weil die halt sehr mit Feuchtigkeit getränkt sind. Ich sehe mich schon, wie ich am Ende von beiden Packungen da stehe und mir denke, hä, warum ist denn jetzt nur noch eins davon über? Ja, ja, man wird vergesslich. Und während die beiden einziehen, werde ich mir tatsächlich meinen Körper auch gleich eincremen. Und zwar kommen wir wieder zu Bambus Keep Cool and Soothe Lotion mit 51% Bambus. Das ist diese hier. Die kannst du nämlich für Gesicht und Körper verwenden. Das Gesicht werde ich gleich mit euch zusammen eincremen, nachdem ich auch verschiedene andere Produkte noch verwendet habe. Aber ja, ich hole das schon mal raus. Den Körper kann ich ja jetzt gleich eincremen. Kann ich mir vor allem auch mal was anziehen hier und nicht im Bademantel vor euch sitzen. Gegebenenfalls auch mal die Haare föhnen. Das ist auch wieder so eine schöne Plastikverpackung und da ist dann wohl so eine Lotion drin in einem Pumpspender. Pumpspender feiere ich, finde ich richtig, richtig gut. Das Produkt hat 7 Arten von Hyaluronsäuren mit drin, also 7 verschiedene Hyaluronsäuren, die ihre eigene Wirkung immer wieder mit drin haben, was ich richtig cool finde. Und durch das Bambusextrakt ist es dann auch feuchtigkeitsspendend und beruhigend, ja. Diese Patches, also da muss man, glaube ich, einfach liegen, ne? Und sollte weniger vor der Kamera sitzen und quatschen. So, damit werde ich mich jetzt eincremen und dann bin ich gleich wieder zurück. Wer übrigens den Pyjama vom Action Hall einmal angezogen sehen wollte, hier ist er. Ist doch irgendwie kürzer, obwohl es L ist. Und hier ist die Hose und schlappen Louis lässt mal wieder grüßen. Es ist, ja. Herzlich willkommen in meiner Welt. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne hier unten einmal tun, falls du mehr von mir sehen willst. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt ein nices Thumbnail gemacht und ja, hatte das jetzt soweit drauf, habe mich eingecremt am Körper, habe mich angezogen, wie man offensichtlich sieht. Und die von Mizon haben anfangs ein bisschen geprickelt, also so ein leichtes, ja nicht brennen, aber es war schon so ein Prickeln. Ne? Man hat wohl gemerkt, dass sie da sind. Die haben sich aber alle beide dann nach einer gewissen Zeit festgesogen, also dass die nicht mehr am Rutschen waren. Die mussten halt ein bisschen antrocknen wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Haben dann aber auch wirklich sehr gut gesessen. Und ja, dann machen wir die ganze Geschichte mal ab und schauen, welcher von den beiden ein krasseres Ergebnis gemacht hat. Also, ich tape beide erstmal fest. Oh, hier tut das Tapern jetzt ein bisschen weh, wenn ich da so drüber gehe, muss ich gestehen. Au, das fühlt sich unangenehm an, während das hier sehr, sehr angenehm ist. Das ist interessant. Entweder hat sich hier dieses Auge an den Schmerz gewöhnt, an das Prickeln, ich weiß es nicht. Sprachenspiegel. Sehe ich einen Unterschied? Ich finde, dass hier die Fältchen etwas besser reduziert wurden.
wenn ich so ganz unvorteilhaft in in den Spiegel gucke, ne? Von den Rötungen her oder von den Verdunklungen her haben die beide gleich performt. Also das sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Jetzt habe ich nur das Ringlicht an. Das heißt, ich habe frontales Licht und die werden dann auch beide gleich beleuchtet. Ich sehe keinen Unterschied von der Verfärbung her, ne? Weiterverwenden werde ich alle beide. Tatsächlich. Es ist nur witzig, dass sich jetzt quasi diese Partie gereizter anfühlt als diese. Interessant, ne? Ich weiß nicht, siehst du einen Unterschied? Schreib das mal gerne in die Kommentare. Siehst du vor allem einen Effekt zu vorher? Ja, wir gucken mal. Das nächste Produkt, welches ich nun benutzen werde, ist nun nämlich eine Augencreme. Ja, ich habe jetzt untere Augenpatches gemacht, aber trotzdem brauche ich dann nochmal Feuchtigkeit. Das ist bei mir auch so, wenn ich Augenpatches verwende, verwende ich danach trotzdem noch eine Augencreme. Denn ich bin halt auch schon 30. Schon. Ich bin 30 Jahre alt. Das heißt, man hat einfach Falten und die möchte ich ja bekämpfen und vielleicht noch mehr Feuchtigkeit spenden. Und deswegen habe ich hier eine Ginseng oder Ginseng Eye Cream. Und ja, das ist auch wieder ein koreanisches Produkt. Das ist dieses Produkt sehr, sehr natürlich. Und dieses Ginseng-Extrakt ist auch bekannt im Volksmund, sagt man, glaube ich, als Kraftwurz. Und das soll faltenreduzierend sein. Ja, genau. So schaut es aus. Das Pöttchen sieht ganz hübsch aus, ne? Sehr natürlich, braun. Auch da ist wieder Kollagen drin, was die Hautelastizität erhöhen soll. Ist natürlich auch wieder hier safer-mäßig verschlossen. Und Feuchtigkeit spenden durch Hyaluronsäurekomplexe. Hier habe ich immer noch Produkt drauf, das streife ich immer ab. Hat auch wieder einen sehr zarten Geruch. Sehr natürlich. Die Augencreme möchte ich jetzt nicht einfach so auftragen, sondern mit diesem Tool, das wird auch mitgeliefert, von Lifetrans Beauté aus der Schweiz, Switzerland. Das ist ein ganz aufregendes Produkt. Das soll mit negativer Ionentechnologie sein, also das irgendwie Ionenumkehrgedönsen, kommt so in der Verpackung und hat hier eine Batterie. Die mache ich erstmal rein. So, und jetzt, wenn man das hier oben berührt und dann gleichzeitig hier oben berührt, vibriert das. Oh mein Gott! Okay, hör mal. Das ist einfach aufregend. Okay, aber du musst es dafür halt hier festhalten und dann oben dran packen. Ich raste aus. Ich ja, finde sowas ganz witzig. Okay, dann gebe ich mir erstmal ein bisschen Augencreme unter meine Augen und arbeite das hiermit ein. Es fühlt sich voll witzig an, es kitzelt. Ich verteile Augencreme auch gerne auf dem Augenlid und das kitzelt aber wirklich. Und durch diese krasse Vibration, die hier drin ist, soll sich das Produkt einfach besser mit der Haut verbinden und besser eingearbeitet werden. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Aber es sieht schon mal ganz cool aus, ne? Keine Ahnung. Langfristig muss sowas getestet werden. Ich gucke immer so bekloppt, wenn ich mich da unten irgendwie eincreme. Immer so den Mund runterziehen, ne? Das heißt, da oben reduzierst du deine Falten, weil du mit so einem Tool arbeitest und unten ziehst du so ein Gesicht. Kontraproduktiv. Diese Tools gibt es halt auch fürs ganze Gesicht und so, ne? Das kitzelt so sehr. Nicht aus, sondern das kitzelt echt. Huhu. Du brauchst natürlich deutlich länger, ne? Um dann deine Augencreme einzuarbeiten. Aber wenn es hilft. Für abends kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Für morgens wäre mir das zu viel Aufwand. Und cool finde ich, dass es dann halt wirklich aufhört zu vibrieren, sobald du halt nicht mehr damit an der Haut bist, ne? Von ganz alleine. Das ist cool. Ja, ich tapper das jetzt nochmal mit dem Finger fest, ne? Das dauert mir sonst gerade echt einfach ein bisschen zu lange. Das muss man wahrscheinlich auch erstmal mit dem Finger verteilen und dann mit dem vibrierenden weißen Gerät in die Haut einarbeiten. Ja, aber so habe ich eine sehr gepflegte Augenpartie. Cool. Wenn du einfach drüber gehst und es wieder vibriert. Aber ich werde es feiern. Ich werde so häufig diese Batterie wechseln müssen.
auch so ein cooles Ding, was ich mitgeschickt bekommen habe, aber was mit in die Verlosung wandert, ist hier von Max Clinic Cassage Lifting Stick. Das ist dieses Produkt, was an diesem Gua Sha Stein angelehnt sein soll. Und dieses Produkt kostet, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, 46 Euro, Leute. Ja, also von oben sieht man das auch. Dieser Gua Sha Stein ist dort entsprechend zu sehen. Ja, das ist dieses Produkt, was du dir dann entsprechend über das Gesicht führst, was dann auch eine Massagewirkung haben wird. Du drehst hier unten, um das Produkt halt hochzubekommen und dann kommt halt das Produkt raus und du kannst damit entsprechend arbeiten. Also das ist ein Anti-Aging Kollagen Lifting Stick und wandert nun in die Verlosung. So, ein weiteres Produkt, was ich jetzt hier testen möchte, ist von Pure Heels bei Nature Village das Centella 90 Ampoule Serum in dieser Verpackung. Und dieser Centella 90 ist auch bekannt als indischer Wassernabel tatsächlich, oder auch als Tigergras. Ja, so schaut das Produkt aus. Das ist in einer grünen Pipettenflasche. Das soll die Falten glätten mit Adenosin, jedenfalls die feinen. Und Niacinamide sollen entsprechend aufhellend wirken. Okay, das Produkt ist aber an sich klar. Ist aber so ein bisschen ölig, ne, von der Konsistenz her. Und da soll man sich ein paar Tropfen auf das Gesicht geben und entsprechend einarbeiten. Ich versuche es erstmal so mit 3 Tropfen. Oh, das riecht ganz natürlich. So ein bisschen zitrisch, aber nicht so wirklich unangenehm. Ich mag eigentlich nicht zitrische Düfte. Oh, oh, oh. Oh, das fühlt sich schön an. Das ist ein richtig Spa-Moment gerade. Ein richtig schöner Spa-Moment. Aber es zieht schnell ein. Der Spa-Moment ist dementsprechend schnell vorbei. Das ist aber nicht schlimm, wenn man kann sich ja Produkt nachnehmen. Oh, richtig geil. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir gerade richtig gut von der Anwendung, weil das sich so schön anfühlt, weil das einen leichten, natürlichen Duft hat, wahrscheinlich nach diesem Tigergras. Oh, mein Gesicht fühlt sich gerade so schön an. Das ist so geil. Wir haben es gerade 0.22 Uhr übrigens. Ich sprach ja bereits davon, dass wir ein Weilchen brauchen werden. Ich bin seit 10 Uhr am Film. Ja, gut, ich habe zwischenzeitlich geduscht. Das war richtig schön. Es gibt einen schönen Glow. Ja, und langfristig verwendet soll das dann ja auch entsprechend aufhellend, also das aufhellend wirken. Also dass du quasi, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Verfärbungen hast, die habe ich ja ab und an. Zum Beispiel hier habe ich eine. Ich habe überall irgendwie Verfärbungen, ne? Ich meine, hauptsächlich Muttermale. Aber das soll dann wahrscheinlich auch aufgehellt werden. Bin ich gespannt. Jetzt brauche ich mal eben eine Lippenpflege. Da habe ich aus dem letzten YesStyle-Paket noch meinen Sailor Moon Lip Gloss von OGX, der schon fast leer ist. Muss ich noch mit dem Fingernagel immer den letzten Rest vom Rand kratzen. Und als letztes verwenden wir fürs Gesicht dieses Fluid, diese Soothe Lotion von Keep Cool End oder Keep Cool mit 51% Bambus. Das ist halt eine richtige Lotion, die habe ich ja eben schon auf dem Körper verwendet. Das ist sehr dünnflüssig. Also wirklich sehr, sehr flüssig, ne? Es ist halt so eine milchige Konsistenz, Farbe und eine sehr flüssige Konsistenz. Riecht auch wieder sehr frisch, aber halt für die Pflege sehr angenehm. Und da verteile ich mir jetzt diesen Pumper komplett im Gesicht und auf dem Hals. Die Gold, die habe ich ja eben schon eingecremt. Sieht mein Gesicht nicht unheimlich gut gepflegt aus? Boah, ich feiere das. Warte mal. Oh Gott, ich sehe gesund aus. Ich meine, ja, ich werde es jetzt so weit einziehen lassen, pack mich noch ein bisschen auf die Couch und werde dann ins Bett gehen. Aber oh, ich fühle mich gerade so wohlig, so gut gepflegt und irgendwie alles ist aufgepolstert. Alle Flüssigkeitshaushalte der Haut sind wieder aufgefüllt und so sieht es auch aus, ne? Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ja. Das letzte Produkt, was übrigens in die Verlosung mit reingeht, ist von Biocell Cosmetics Swanicoco, das Vitamin Multisolution Triple V Ampoule C Concentrate. Oh mein Gott, was für ein Name, oder? Genau, das ist einfach ein Vitamin C Konzentrat, was man verwenden kann, um eben, ja, sein Gesicht
zu versorgen. Das ist ein riesengroßes Produkt. Das ist diese Flasche aus Glas tatsächlich. Denn es ist natürlich nicht nur an mich gedacht worden, sondern auch an euch. Nicht nur, dass ich euch die Produkte im Video zeigen kann, sondern dass ich euch auch die Produkte verlosen kann teilweise und dass ich euch einen Gutscheincode mit an die Hand geben kann, und zwar diesen hier, falls du ihn dir eben noch nicht gemerkt hast. Ja, steht aber auch noch alles unten in der Infobox verlinkt, genauso wie auch die ganzen Produkte, die ich verwendet habe. Vielen, vielen Dank an das liebe Team von YesTile, dass ihr mir wieder so coole Produkte zum Testen zugeschickt habt. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreibt mir doch einfach unten in die Kommentare rein, ob du schon mal koreanische Beauty ausprobiert hast, wie so deine Erfahrungen damit waren und ja, was du uns so empfehlen könntest, vielleicht der kompletten Community. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Eine Nase nach oben da lassen. Genau. Lass mir eine Nase nach oben da oder einen Daumen. Ich glaube, einen Daumen findet man hier ein bisschen schneller. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi-Testet-Alles-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!